Hallo Freunde, seid gegrüßt, recht herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr dabei seid. Heute habe ich für euch das neue Album Keine Tränen von PA Sports. Das Ganze gibt es natürlich in der limitierten LED-Fanbox zum Unboxing für euch von mir, wie gewohnt. Ja Freunde, das Album Keine Tränen von PA Sports ist heute am Freitag, den 4. Oktober erschienen. Ich habe mir die Box auf Amazon bestellt, habe dafür 55,99 € bezahlt. Den Link zur Box sowie zum Album und zum MP3-Download gibt es für euch natürlich wie gewohnt hier unten in der Videobeschreibung. So Freunde, wir kommen direkt zum Boxdesign. Folie ist heute schon mal ab. Ihr könnt mir natürlich trotzdem mal an der Stelle, ihr wisst ja sonst immer, wenn ich die Folie entferne, könnt ihr mir in der Zeit euren Lieblingssong vom jeweiligen neuen Album in die Kommentare schreiben. Schreibt mir trotzdem einfach mal an der Stelle euren Lieblingssong von PA Sports unten in die Kommentare. Gut, habt ihr gemacht? Okay, schauen wir uns wie gesagt als erstes das Boxdesign an. Wir haben eine relativ große Box. Auf dem Cover sehen wir PA Sports mit goldener Sonnenbrille, goldener Kette, goldener Ohr. Im Hintergrund sehen wir so ein goldenes Muster hier. Dann lesen wir Life is Pain präsentiert, keine Tränen, PA Sports. Hier oben, Freunde, sehen wir einen Einschaltknopf. Das ist mit vom ersten Highlight dieser Box. Also bereits diese Box ist schon sozusagen das erste Highlight. Schauen wir uns aber erst einmal die Box vorher ringsrum an. Da sehen wir nichts. Das Ganze sieht so ein bisschen aus wie so Granitstein. Hier sehen wir jetzt noch ein bisschen Rücken von PA. Auf der Oberseite sehen wir nichts. Und auf der linken Seite ebenfalls nichts. Auf der Rückseite sehen wir die Credits und einen Barcode. Okay. Also wirklich schon mal verdammt schwere Box. Und Freunde, jetzt kommt wirklich das Krasse. Denn diese Box, ihr habt es ja jetzt schon gehört, heißt LED-Fanbox. Hier sind LEDs verbaut. Das gab es ja wirklich jetzt schon ein paar Mal, dass ja solche Leuchtboxen gab. Aber Freunde, hier ist das Besondere daran. Also es ist wirklich eine Weltneuheit, eine Premiere, die wir hier feiern. Und zwar das komplette Cover leuchtet. Ich werde euch das Ganze gleich vorführen. Da bin ich wirklich extrem drauf gespannt, weil das gab es wirklich vorher so noch nicht. Also dass eine Box leuchtet, ja, das gab es schon ein paar Mal mit diesen LEDs drin. Aber hier, Freunde, leuchtet diese ganze Front. Werden wir uns, wie gesagt, gleich anschauen. Ist sozusagen das erste Highlight. Okay, jetzt schauen wir aber erstmal rein, was wir jetzt sonst noch alles so in dieser Box drin haben. Also das Ganze ist aus Pappe, okay. Hier kann ich euch schon mal zeigen, hier ist schon mal die Sache verbaut, die ganze Sache dann hier vorne zum Leuchten bringt. Ich dachte, das wäre so ein Kunststoff. Meistens waren diese Boxen, diese leuchten können immer als Kunststoff, aber das hier vorne ist wahrscheinlich nur als Kunststoff. Also dass es ein bisschen lichtdurchlässiger ist. Okay. Gut, da haben wir jetzt sozusagen neben dem ersten Highlight das zweite Highlight. Hier ist die Sonnenbrille drin. Dann haben wir hier eine Autogrammkarte. Dann haben wir hier das dritte Highlight, die Tasche. Dann haben wir die EP Level. Und natürlich, Freunde, mit sozusagen das vierte Highlight oder eigentlich an sich das, ja, das erste Highlight, nämlich das wichtigste, das neue Album Keine Tränen von PA Sports. Und das schauen wir uns jetzt natürlich auch als erstes an, Freunde. Ich muss euch leider jetzt noch ein bisschen die Spannung halten, aber als nächstes schauen wir uns dann auf jeden Fall gleich mal die Box an, wie die leuchten kann im Dunkeln. Ja, ich mach's mit Absicht spannend, Freunde. So, Folie ist ab. Das Cover haben wir jetzt gerade schon mal auf der Autogrammkarte gesehen. Life is Pain präsentiert keine Tränen, PA Sports. Auf dem Album sind insgesamt 15 Songs drauf. Okay, Songs habe ich mir bisher jetzt noch nichts angehört, auch keine Single-Auskopplung angeschaut. Ich werde mir das Album dann natürlich auf jeden Fall anhören. So sieht die CD aus. Das Ganze, wie gesagt, in so einem ja, Granit-Optik. Sehr cool. Und wir schauen ins Booklet. Da haben wir jetzt nochmal die Songs aufgelistet. Und das Ganze wirklich in diesem ja, Granit-Stil gehalten. Dazu ein Schwarz-Weiß-Foto. Ist übrigens, glaube ich, das 8. Studioalbum mittlerweile von PA Sports. Oder das 8. Soloalbum. Okay. Das war das Album.
Dann schauen wir uns nächstes natürlich die EP an, Level. Das Ganze in einer richtigen Hülle, Freunde, nicht in einem Pappschub oder so, sondern in einer richtigen Hülle. Sehr schön. Jetzt habe ich wieder diesen Streifen. Es gibt immer diese Aufreißstreifen, Freunde, aber die benutze ich nie. Ich weiß, ich werde es irgendwann mal lernen. Da haben wir die EP Level. Englisch kann ich euch das gleich so zeigen. So sieht die CD aus. Und hier haben wir insgesamt nochmal 6 zusätzliche Songs drauf. Okay, also eine Bonus-EP. Dann, Freunde, kommen wir als nächstes zur Autogrammkarte. Das Porträt, wie gesagt, kennen wir jetzt schon vom Cover des Albums, nur dass natürlich ein bisschen näher angezoomt ist. Und Freunde, hier ist jetzt gerade ein bisschen die Enttäuschung groß, denn das ist kein echtes Autogramm, das ist leider nur draufgedruckt und damit leider gar nichts wert. Also als Fan freut man sich, glaube ich, nie über so eine gedruckte Autogrammkarte oder man möchte da schon was Echtes von seinem Lieblingskünstler haben. Schade, das hätte man ruhig original unterschreiben können. Hinten sehen wir jetzt nochmal Life is Pain, keine Tränen, PS Sports und die ganzen ja, Instagram, Facebook und Twitter-Seiten und natürlich nochmal die Internetseite an sich. Finde ich sehr schade, ein echtes Autogramm. Da freut man sich als Fan natürlich mehr drüber. Aber gut. So, dann haben wir als nächstes, Freunde, die Sonnenbrille. Das Ganze kommt hier in so einem extra Beutel. Das ist schon mal sehr lobenswert. Ach, das ist eine ganz andere Brille. Ach, der hat hier die Brille. Ah, okay, ich dachte, also er hat hier 3 unterschiedliche Brillen sozusagen. Hier hat er so eine komische eckige auf, hier hat er eher so eine rundliche und hier ist jetzt so eine ganz andere. Okay, ich dachte, das wäre eher das Modell. Okay, nice. Also sieht schon mal nicht schlecht aus. Also ich persönlich würde es jetzt nie aufsetzen. Mir stehen Sonnenbrillen jetzt generell nie, aber die würde mir echt wirklich nicht stehen. Aber es ist auf jeden Fall mal eine interessante Form. Diese blauen Scheiben, das kennt man so aus den 70er Jahren von den ganzen Hippies, oder? Die hatten doch immer solche Brillen auf. Also vom Design her, von diesem Rahmen her, sieht das wirklich sehr interessant aus. Okay. Wipes. Und was haben wir hier? UV-400. Okay, also sieht auf jeden Fall nicht billig aus, Freunde. Also auf jeden Fall etwas hochwertiger verarbeitet. Nicht schlecht. Also wie gesagt, aber ich persönlich kann jetzt nicht viel mit Sonnenbrillen anfangen. Aber an sich sieht es wirklich ja, cool aus. Okay, das war erstmal jetzt die Sonnenbrille. Das werde ich dann vorsichtig wieder einpacken. Jetzt haben wir natürlich noch die Tasche. Ein bisschen Platz schaffen. Okay, wir haben eine wirklich große Tasche in Lederoptik. Hier vorne sehen wir das Life is Pain Logo. Hinten auch schwarzes Leder, weißes Leder. Hier vorne haben wir eine kleine Tasche. Da haben wir wieder das Life is Pain Logo drin. Und das Ganze kann man sich... Ach, das ist so eine... Ah, okay. Ich verstehe das. Ich wollte gerade sagen, das ist aber, warum hat die 4 solche Dinger? Aber das ist so eine, wie man in der Loredana-Box hatte. Das war ja auch so eine Tasche, so zum um die Brust hängen. Mit diesen 4 Gurten. Das ist wahrscheinlich gerade modern oder so. Kann das sein, Freunde? Wie gesagt, bei Loredana war auch so eine drin, nur dass die halt da durchsichtig war. Und hier ist es halt eine etwas hochwertigere auf jeden Fall. Also in dieser Lederoptik sieht 1000-mal besser aus, als mit nur so einem billigen Plastik, wie es bei Loredana war. Okay, also das Ganze könnt ihr euch hier dann so dran machen. Ich mach das jetzt einfach mal, Freunde. Ich werde mir die Tasche jetzt natürlich nie umhängen. Und dann könnt ihr euch das Ganze auf dem Rücken, also über den Rücken, vorne an die Brust schnallen. Okay, so sieht es aus. Auf den Trägern haben wir jetzt nochmal Life is Pain draufstehen. Also wie gesagt, das muss gerade modern sein, Freunde, weil wie gesagt, so eine Tasche war gerade bei Loredana drin und ich glaube, ich habe auch schon einige gesehen, die sowas um hatten. Ist jetzt auch nicht ganz mein Stil, aber ansonsten wirklich sehr, sehr gute Qualität, kann man absolut nicht meckern. Also wirklich richtig hochwertig gemacht. Haben wir schon die große Tasche reingeguckt, ne, bloß für das Ding. So, hier drin haben wir jetzt nochmal einen Klettverschluss, also kann man nochmal irgendwas befestigen.
Life is Pain Logo sehen wir hier drin wieder. Und wir haben hier Made in der Türkei und 100% Polyester. Okay, also wirklich eine schöne große Tasche. Wer es mag und sich das sowas umhängt, dann auf jeden Fall richtig coole Sache. Gut, Freunde, das war die Tasche. Und jetzt kommen wir natürlich noch zu dem eigentlichen Highlight mit dieser Box. Und zwar zu der LED-Funktion. Habe ich euch vorhin schon gezeigt. Hier ist das Ding verbaut. Und ich hoffe jetzt einfach nur, dass hier die richtigen Batterien reinkommen. Ich denke mal, jetzt wird hier aber, weil es so klein aussieht, ja, das dachte ich mir schon, 4xA kommt hier rein. Also 4x, 3xA Batterien kommen hier rein. Jetzt muss ich mal ganz kurz stoppen, meine Freunde, und schauen, ob ich überhaupt solche Batterien da habe. Denn ich will euch das natürlich gerne vorführen. Bis gleich. So, Freunde, da bin ich wieder. Ich habe zum Glück noch ein paar Batterien gefunden und kann euch das Ganze jetzt vorführen. Dafür werde ich jetzt erstmal meine Lampen ausschalten. Achtung, es wird stockdunkel. Und dann werde ich das Ganze mal für euch einschalten. Und so sieht das Ganze dann aus. Also hier unten, der Schriftzug wird komplett beleuchtet, dann dieses Muster, die Brille, die Kette und die Uhr sieht man. Und dazu hört man so einen ganz leisen Ton, dieses... Hört man das? Also das ist wirklich absolut krass, Freunde, sowas gab es vorher wirklich noch nicht. Diese einfachen leuchtenden Boxen gab es, aber dass das ganze Cover so beleuchtet wird und dazu dann noch so einzeln die Brille, die Kette und die Uhr, absolut krass. Also das ist wirklich ein absolutes Highlight dieses Jahr, was die Fanboxen angeht, Freunde, also wirklich krass. Also wirklich PA Sports dafür, wirklich krass. Einfach mal wirklich wieder was Neues reingebracht in das Fanboxen-Game, was mittlerweile wirklich ein bisschen langweilig geworden ist, weil es einfach schon so viel gab. Das ist einfach wirklich mal was Neues. Richtig, richtig geil. Mal sehen, von welchen Künstlern es als nächstes sowas ähnliches geben wird. Aber PA Sports ist auf jeden Fall der Erfinder dieser coolen, leuchtenden Box. Okay, Freunde. Ich werde erstmal das Licht wieder einschalten. Und damit sind wir auf jeden Fall schon wieder am Ende des Unboxings. Ich werde euch natürlich nochmal ganz kurz alles in die Übersicht legen, was ihr in der Box zum Album bekommt. In der Box zum Album, keine Drehen, bekommt ihr natürlich das Wichtigste mit. Das Album mit 15 Songs, dann die Level EP mit 6 zusätzlichen Songs. Die Sonnenbrille, die wirklich ein cooles Design hat auf jeden Fall. Eine leider handgedruckte Autogrammkarte, also keine handsignierte, sondern leider nur eine bedruckte Autogrammkarte. Dann diese wirklich sehr hochwertig gemachte Umhängetasche oder Tasche. Und Freunde, das Ganze natürlich, wie gesagt, auch schon an sich oder für sich ein Highlight. Die leuchtende LED-Box zum Album. Keine Drehen. Von PA Sports. Also wirklich absolut krasse Box vom Preis. Absolut okay. 55,99 € habe ich wie gesagt bezahlt. Ein wirklich angenehmer Preis. Ihr bekommt hochwertige Inhalte. Ihr bekommt natürlich jede Menge neue Musik. Und Freude natürlich, wie gesagt, das Neueste sozusagen auf dem Fanbox-Markt, die LED-Fanbox von PA Sports. Wirklich eine richtig coole Box. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Die Links zur Box, zum Album und zum MP3-Download habe ich euch natürlich unten in die Videobeschreibung gepackt. Schaut einfach mal nach, Freunde, und gönnt euch die Box, wenn es noch eine zu kaufen geben sollte. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber vor uns gab es, glaube ich, noch welche, als ich geschaut habe. Also, Freunde, holt euch die Box oder wenigstens das Album und unterstützt PA Sports. Okay, so viel dazu, Freunde. Ich hoffe, mein Unboxing hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen. Wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst, schreibt mir gern irgendwas unten in die Kommentare, zum Beispiel eure Meinung zur Box. Und ansonsten, liebe Freunde, bedanke ich mich natürlich für euer Zusehen. Schöne Grüße gehen an dieser Stelle raus an PA Sports. Viel Erfolg mit deinem neuen Album, keine Drehen. Und natürlich wirklich, wie gesagt, richtig coole Sache hast du dir da einfallen lassen oder die für dich entworfen haben, wirklich eine richtig coole Sache. Gut, Freunde, wie gesagt, das war's. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.